Ist eine vegane Ernährung sinnvoll und ist sie moralisch vertretbar? Meiner Meinung nach schon. Ich bin Veganer jetzt schon seit über 10 Jahren. Und was ihr hier seht, das sind unsere Hühner, die haben wir gerettet vom Schlachthof. Wir haben ein kleines Grundstück von 5000 Quadratmeter Größe mit einem Hühnerstall hier und einem Freigelände für die Hühner, dass sie sich hier austoben können. Und ich bin selber, habe mich entschieden, Veganer zu sein vor etwa 10 Jahren, weil ich nicht mehr das Tierleid unterstützen wollte, denn die Tiere leiden unter den industriellen Schlachtbedingungen enorm. Wie sie aufgezogen werden, wie sie gehalten werden und dann schließlich, wie sie geschlachtet werden, ist eigentlich unmoralisch und unmenschlich. Und ich konnte das mit gutem Gewissen nicht länger unterstützen. Zudem, nach 10 Jahren Veganer zu sein, schmeckt mir auch Fleisch gar nicht mehr und allein der Geruch finde ich eigentlich eklig. Aber gut, das ist eine persönliche Entscheidung. Was hat es aber mit der Gesundheit auf sich? Studien haben immer wieder belegt, dass Veganismus nicht nur der Erde gut tut, sondern auch dem Körper gut tut, der Gesundheit. Und auch David Sinclair, der viel Forschung über die Alterung betreibt, sagt, dass rotes Fleisch uns viel schneller altern lässt und dass eigentlich eine vegane Ernährung die Zukunft für die Menschheit ist und auch sinnvoll für ein längeres und gesünderes Leben. Nun bin ich nicht einer der Veganer, der irgendjemandem was aufdrängen möchte, wie zum Beispiel die militante Veganerin, die man ja aus den sozialen Medien kennt, und sage, jeder muss eigentlich seinen eigenen Weg finden. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt noch Fleisch isst und das für dich stimmt. Aber für mich selbst hat es aber nicht mehr persönlich gestimmt und ich hatte einfach mit meinem Gewissen zu kämpfen, zu sagen, wie kann ich das überhaupt rechtfertigen, jetzt zum Beispiel noch ein Hühnerschenkel zu essen, wenn ich weiß, dieses Tier hat enorm gelitten und musste mit seinem Leben dafür bezahlen, nur damit ich ein Stück Fleisch habe. Dabei sind ja vegane Produkte so verfügbar wie noch nie. Und als ich Vegetarier wurde, schon vor über 20 Jahren, gab es fast keine Fleischersatzprodukte. Und es gab fast keine veganen Angebote in den Restaurants. Man musste immer spezielle Restaurants in der Stadt aufsuchen, die irgendein vegetarisches Gericht hatten, denn die meisten haben das nicht gehabt. Und heute hat sich ausgebreitet die vegane Bewegung so groß wie noch nie. Und ich bin auch froh darüber, dass man ein vielfältiges Angebot hat. Man muss heutzutage kein Fleisch mehr essen, um auch ein genussvoll essen zu gehen zu können in der Stadt oder anderswo. Und letztendlich sind ja Hühner auch nur Lebewesen und sie wollen auch leben. So wie jedes Lebewesen auf der Welt hat es ein Recht auf ein gutes Leben und auf vor allem ein schmerzfreies Leben. Und heutzutage, wie wir mit Tieren umgehen, sie einfach behandeln, als ob sie ein Produkt wären, eine Ware, kann ich einfach mit meinem Gewissen nicht mehr vertreten. Und deswegen habe ich mich einfach dann den radikalen Schritt entschieden, ich verzichte jetzt sogar auf Milchprodukte und auf Ei. Zwar legen hier die Hühner auch Eier und wir können es theoretisch auch essen, aber mir schmeckt es persönlich einfach nicht mehr. Und ich finde einfach mittlerweile diesen tierischen Geruch und den Geschmack von Ei einfach viel zu stark, viel zu intensiv. Aber eine vegane Ernährung bietet auch viele gesundheitliche Vorteile, die oft übersehen werden. Zum Beispiel, man altert nicht so schnell, die Alterung wird reduziert. Man verliert Gewicht, weil man nicht mehr so viel kaloriendichte Nahrung zu sich nimmt. Man ist schneller voll, man ist schneller satt und deshalb sind Veganer auch allgemein schlanker als Fleischesser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sag mal, was du zu dem Thema denkst und wie du es findest, dass Tiere gerade auf so unmenschliche Art und Weise gehalten werden.